So. Hey Cody, did you see these floating notes all around? Yeah, let's find out what they're for. Whoa, I'm flying like an angel in heaven. Müssen wir die Noten kaputt machen? I see. The musical notes are connected to the doors. Okay. Okay. Not so easy. Hier noch was, da ist noch einer. Hopp. Alright, just a few more bubbles to pop. Once you pop, you can't stop. Oh. Okay, eins haben wir schon offen. Ich sehe auch keine Dinger mehr. Dann müssen wir wahrscheinlich da als erstes rein. Doch, da hinten sind noch welche. Guck mal. So, jetzt sind beide offen. Wollen wir hier gleich rein, wenn wir hier sind? Ja, ne? So. Open the door. Vielleicht ein Eichhörnchen oder was? Nee. The orchestra. The orchestra. Schöne Darstellung des Orchesters. Yeah, excuse me. Devils. Yeah. We're gonna need to borrow that orchestra that you got locked up in there. Okay. We will never let them out. Okay, that's annoying. Let's get those keys. Wow. Oh. Du musst sie wegschießen. Meinst du, du kannst das nicht? Musst du denn den Schlüssel irgendwie holen oder so? Ich kann den Schlüssel nicht einsammeln. Ah, okay, sie schnappt den Schlüssel immer wieder weg. So. Ich sehe den Schlüssel nicht mal. Ich habe einen hier. Wir versuchen, den immer wieder wegzuschnappen. Was kann ich tun, um dir zu helfen? Ich habe keine Ahnung. Kannst du vielleicht singen oder so? Und du kannst die, glaube ich, auch abschießen, oder? Ja, stimmt. Okay. Ich habe den ersten Schlüssel. Jetzt supporte ich dich. Da muss man diesen Schlüssel dann immer hinbringen. Komm, dreh den Schlüssel mit mir um. Befreien wir das Orchester, dididum. Hey, check out the orchestra! Jingle. Sehr hübsch. Okay. Nummer 1. Right, that's half of them. Let's get to the other side. Fliegende Schweine. Guten Tag. Servus. Servus. Hey, yo, devils! Where's the orchestra? You will never find them. Oh yes. Bestimmt in der Wolke versteckt. Oh, sorry, Cloud. My bad. No, wait. Das ist bestimmt wütend. Look, they're hidden in the fog. You will never get the keys. Okay. Okay. Oh yeah? Just laugh it up, crazy devils. Na gut. We're about to bring it. Lass uns mal ein bisschen Regen machen hier. Cody, keep hitting those clouds. Sorry, clouds. Use your tears to
Ah, okay, du kannst die Wolken bewegen und ich kann sie regnen lassen, oder was? Nee, ich kann sie auch regnen lassen. Okay. Aber wir müssen das alles wegmachen wahrscheinlich. Oder zieht es sich wieder zu? Es zieht sich wieder zu, ne? Nee. Ah, nee, tatsächlich. Ich kann die nur schieben und du kannst sie freimachen. Du hast recht. Entschuldige. Dann lass uns mal hier ein ringsrum machen. Okay. Schieß immer mal wieder auf meine hier. Combo Ray. Was ist das? Ich würde sagen, es ist ein Schlüssel. Aha. Schlüssel Nummer 1, würde ich sagen. Okay, jetzt musst du den Schlüssel hier hinbringen. Süß designt, finde ich. Ja, gut gemacht. Mit den Augenbrauen. There we go. Da ist das nächste. Hast du den Schlüssel? Ja. So, da ist dein Orchester. Ich bin gespannt, was sie jetzt spielen. Irgendjemand muss die ja anleiten, ne? Weil im Orchester muss man ja auch anleiten. Habe ich alle Schweine schon getroffen? Guck mal, da hinten ist noch eins. Wir müssen es zusammen machen. Echt, ja? Okay. Never know how much I love you. Kommst du her? Ach da, ich hab grad... Was? Wo bist du? Never know how much I love you. It's pretty impressive, right? I've never sung with a group as big as this before. Don't worry, it'll be fine. No. It will not be fine. It will be fantastic. Okay. Okay. Oh, nice, sweet. Ah. Lovely. Good job. We're almost ready. The only thing missing is the audience. Oh, no. Not an audience. Here ya! Do you want the last therapy or not? Hey, that's blackmail. No, it's therapy. Now go and get an audience. Got it, book. Den merke ich mir. That's blackmail. No, it's therapy. It's therapy. Yes, we are, as a matter of fact. Now let's get that audience. Oh. Cody's a good guy. Yeah. Ah, Captain Cody America. Oh, warte mal. Hier ist ein Minigame. Oh, sweet. Okay. An arcade. Mage, let's check it out. Da oben sind andere. Ich möchte mich auch noch mal kurz umgucken, auf jeden Fall. VIP-Club. Ja, ich freue mich jetzt schon. Okay, Track Runner, ja? Temple Run oder was? Keine Ahnung, ich kenne es nicht. Bam. Din 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 din
dieser schöne 80er Jahre Oh, verdammt. Oh, verdammt. Oh, nein. Oh, Scar macht keinen Fehler mehr. Nein. Winning. Ich würde es einfach nur nochmal spielen, nur um die Musik nochmal zu haben. Die ist wirklich geil. Okay, cool. Warte, ich möchte mich nochmal kurz umgucken, weil guck mal, hier sind auch nochmal so kleine Sachen. Oh. Oh, it's more of our family photos. Oh. Ich dachte, ihr habt keinen Urlaub gemacht. You were really the best with Rose. Look how she loves being with her mom. Wir haben ein Doggo. Wo ist der Doggo? We used to really have lots of fun together, huh? Yeah, we did. Okay, guck mal, sind wir gleich mal. Auf der anderen Seite war nämlich auch noch was. Mal gucken, was kann man hier so machen? Auf der rechten Seite waren wir schon. Okay. Hier, wow, haben wir schon gespielt. Ich gehe jetzt runter zum Club. Okay, warte, hier oben ist auch noch was. Also noch nicht fertig. Ja, da oben wollen wir nochmal hoch. Was ist das? Oh, Party Popper! Yay! Yay! Ich liebe ja Flaschenknaller. All out of booms! Was ist das hier? Ein Liebesbrief. One of my letters. May I miss you and long for you every minute of the day. The only time I'm not missing you is when I'm asleep. But then I'm dreaming about you too. The first time I heard you sing, I knew you were the one. Thank you for being you and for the pep talk. This is pep talk. I know I can make it now. I think the coolest thing I've done in life is to find you. Love forever, Cody. Oh, das ist süß. Okay. Eine Aufmunterung sozusagen. Ja. Pep talk, Motivation. Ah, okay. Ich komme. Oh, wir sind auf dem, wir sind VIP. Klar sind wir VIPs. Entschuldigung, ich muss das ausprobieren. Hey Cody, come check this out. Die Neon-Sticks, ey. Hey buddy, over here. Guck mal, wie dieses Mädel steht. Can you let us in? Sorry kids, no minors. Kids? No. We're just small in size, that's all. Yeah, right. Get out of here, kiddos. Excuse me, we are adults. You have some ID? Oh, no, we left it at home. That's what they all say. Yo, yo, glow stick, they're with me. Dr. Akeem, my bro, they're with you? Yeah, they're my clients, come on. Sorry about that. Sorry about that, man. Enjoy the evening. VIP's coming through. Wie man es genießt. Ja. Und der Lehmklumpen auch. Okay. Oh Gott, die Rainbow Road. Oh nein, eine Rainbow Road. Krass aus. Was für ein Club. Okay, 3 Runden Mario Kart, ja? Los geht's. Wow, this is surreal. Ich geh links, du rechts. Jo. Oh nein! Oh. Das hier wird doch geil. Yeah. Ja, in so einen Club würde ich auch mal gerne gehen. Nee, ich nicht. Oh nein, ich hab's verpasst. Oh.
Eingang zum Club, oder was? Ich hoffe. Yeah. Du musst das aufsingen, tatsächlich. Wow, okay. Impressive sliding, Cody. It's a skill I take pride in. Ja, im Rutschen bin ich echt gut. So, okay. The platform's moving to the beat. Okay, fine. Okay. Okay. Ja, genau so ist es auch. Keine Sorge, ich bin auch. Ich hab's auch verkackt. Mhm. Okay, 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 okay. Was soll das hier sein? Oh. Ich muss es runterschießen. Wow. That's why is this my talk, right? Most awesome ever! Whoa. Whoa. Okay. Wait, no, my symbol! Forget it, Cody! Whoa, it's rolling! Move it, move it! Yeah. Damn, stats, Cody! Stop teasing me! You said you wanted to party! Uiuiui, ui, ui, aua, aua, ich krieg eine Menge Damage. Geile Mucke, ey. Ich dance auch gerade die ganze Zeit schon voll ab. Ja, mein Kopf geht auch die ganze Zeit so richtig angeregt damit. Ah. Aua. It's getting faster! Yeah! Give me faster! Move those legs! Oh, it's gonna jump! Oh, please! No, 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 no! Well. Das ist ja wie beim Superball früher, Frühstücksfernsehen hier. Links, rechts. Mann, man konnte das Spiel überhaupt gar nicht gewinnen. Das war auch voll unfair. Vor allen Dingen, du sagst was an, ja, und der Moderator, der auf der Seite des Fernsehsenders ist, ja, muss das steuern. Alles klar. Ah. Gerade so. Ja, hab ganz schön viel Damage bekommen. Hey, Meg. You know, this has been hands down the weirdest experience of my life. I'm glad I didn't have to do it alone. Yeah. Ist ja auch eine Therapie. Fun. Fun indeed. Kann ich runterfallen? You hear that crowd, May? Yeah. Das Club sein. Das ist nur der Eingang zum Club gewesen, sag ich dir. Ja, ja. Seriously, I think you're scaring them. No way, baby! I'm killing it! Can't you see my hip gyrations? Doch, schon seit Stunde 1. Ja, yeah, unfassbar. Ja, lass mal die Profis ran hier. Wir machen jetzt hier mal ein bisschen Move. Ich mucke jetzt hier. Right, left, but to make the audience dance, you need to play the music! Get the audience on the floor! On the floor! DJ, baby! DJ.
Okay, der Beat ist gut. Oh boy. Okay. All right. Let's figure out this DJ thing. I'm sure we can make them dance again. Okay. Aber wieso kannst du was machen, ich nicht? Ah, jetzt. Ja, ein bisschen Nebel raufbringen, genau. Wenn so Clubs funktionieren würden. Es ist genau so, kann ich dir aus Erfahrung sagen. Oh yeah. Genau so ist es in Clubs auch. Alles, yeah. Alles Kicktime-Events. Hier unten gibt es das schöne Clicktime-Event, was wir immer so toll fanden. Way Out mit dieser rollenden Kugel. Das war super. Der Dance ist total süß. Ich bin in solchen Events nicht gut, muss ich sagen, bei diesem Runterlaufen. Da habe ich immer kein Timing für. Mehr Nebel. Auch gar nicht mehr weg. Richtiges Saturday Night Fever hier. Ach, dann bin ich nicht so gut. This makes a lot of fun. No, it doesn't. Yes, it does. Wirklich krasser Club. Ein wirklich krasser Club. Wahrscheinlich der beste der Welt. Sticks, die da runterfallen. Ja, das ist so witzig. Are you ready for your performance, mate? Are we still missing something? No, we got everything we need. It's showtime, baby. It's showtime, baby. Let's go. Let's go. Ah,
hear that, May? You hear the anticipation? I haven't performed in front of an audience for ages. May, it'll be fine. Just think of them all in their underwear. Yes, that will make you relax. Cody, let's go prep the stage. Okay, Buck. Hey, May. Book. Let's go, Book. I can't do this. I can't do it. May, it doesn't have to be perfect, you know. Oh, yes, it does. If it's not perfect, I'll let them down. Hmm. No, just seeing from your heart. You weren't born to be perfect. You were born to be you. Oh, guter Spruch. Mhm. Amy, ein großer Moment. Ich kann es kaum glauben. Wie gut diese Grafik. Bist du schon aufgeregt? Ist auch ganz klar, dass man nichts hört. Nicht, wie man den Puls hört. So, Captain Lehmklumpen. Hey. Whoa. This is gonna be special. Oh yeah. Let's get this on. Flip. Run, boy, run. Run, boy, run. Ich kann leider nicht schneller mit dir gehen. Nee, ich hab das ja gemerkt. Ich konnte ja gerade auch nicht schneller gehen. Achso, das ist auch nicht. Das bringt halt ein bisschen Spannung rein. Die Mady packt das schon. World Book. World Book. Classic Children's Stories. The Gardens. Wicke maintains it. Logbook. Garden Enthusiasts. Klein Detail. I believe in you. Come on. Buch hat seine Momente. Ja, definitiv. Gehen. Your favorite song. You can listen to it when you feel better. Süßes Kind. I love you, Mom. You can do this, May. I know you can. Mm-hmm.
That was beautiful, May. Thank you. Rose. Cody. May. It worked. Yeah, we're back. Where's Rose? I don't know. Rose? May. What? A letter. Dear Mum and Dad, I'm sorry that I did this to you. I know how to make everything good again. All you have to do is stop fighting. I know I'm not a perfect daughter. Wait, what? I'm sorry I don't like to brush my teeth. I'm sorry I read books after bedtime. I'm sorry I don't put my toys where they should be. I know it's my fault you want to divorce. She's blaming herself. She thinks it's her fault. I'll leave you alone so you can become friends again. You should be friends. I love you, Mum. I love you, Dad. P.S. I have my pocket money to buy a bus ticket. Don't worry. I packed a sandwich and a lollipop. Oh no. Oh, Rose. Rose! Sweetie! I'm so sorry. Don't worry about me. You can go home. No. Rose, honey, it's not your fault. We've been fighting. It isn't. No, Rose. It was never your fault. Okay. So, does that mean you can become friends again? Honey, listen, whatever happens, your mom and me, we will always be there for you. And we'll always love you. Always. Okay.
Where did you find this? I found it at school. In a trash can. Well, I'm glad you did. Sometimes you can find real treasures in the trash. Come on. Let's go home. Okay, so Rose, if your mom had to fight an aggressive squirrel double her size, who do you think would win? Mom, of course. You're right. And that's why I like to hang out with her. Cody, I used to think you were completely irrational. But I have to say, you make more sense now. Ja. Was für ein großartiges Spiel. Also, was für ein großartiges Spiel, Herrschaften. Wirklich. Oh Mann. Also für Leute, die es das erste Mal spielen und da am Wasser gebaut sind. Ja, ich musste gerade schon ein bisschen kämpfen. Also ich bin ja nicht so... nicht so. Wirklich. Also ich bin auch überhaupt nicht nah am Wasser gebaut, was Filme, Lesen und so angeht. Aber... ohne irgendwas vorwegzunehmen, also es ist ein phänomenal gutes Spiel. Ohne das jetzt auf Parametern von Map-Design, Grafik und ähnliches, es hat einfach so viel Herz. Mhm. Es erzählt eine wunderschöne Liebesgeschichte durch die Augen eines Kindes im Prinzip. Mhm. Und es ist durch und durch gelungen, fantastisch. Also ja. Ich wüsste nicht, was ich an diesem Spiel auszusetzen hätte. Mir fällt gerade nichts ein. Ach doch, der Bug, wo das eine Art durchlaufen könnte. Das, ja. Ja. Also, nee, ja. Vielen Dank für die Einladung, dass ich das mit dir spielen durfte. Das ist sehr, sehr gerne. Grandio. Das ist so eins der Spiele, bei dem man schade findet, dass man sie nur ein einziges Mal jungfräulich spielen kann. So ist es. Also hat sicherlich nochmal einen Wiederspielwert, um nochmal durchzulaufen, weil mich würde das schon interessieren, was, ne? Also man startet die meiste Zeit über auf eine Seite des Monitors, und dementsprechend gehen natürlich auch viele Dinge verloren. Mhm. Ja, wir haben es in einem relativ schnellen Run sozusagen durchgebracht. Ich glaube, da lässt sich noch einiges entdecken. Und natürlich, ne, die Story reißt einen sicherlich beim zweiten Mal nicht so mit. Aber ich glaube, umso mehr kann man auf andere schöne Details achten, die einem jetzt entgangen sind. Und für zweimal spielen, muss ich sagen, das sind im Prinzip 4 Spieleinheiten, weil man es zu zweit spielen muss. Ja. Das macht das Spiel immer noch günstiger als eine Kinokarte. Und also, ja. Ich war begeistert von A Way Out. Das war super nice, aber das ist der Knaller. Ja. Das ist durch und durch gut durchdacht, hat wie gesagt eine tolle Story und also wenn man mich fragt, ich hoffe 2021 die anderen Spiel-Releases, die kommen, ja, also es ist ein EA-Spiel, ich sag's jetzt einfach so, wie es ist, weil es gerade eingeblendet wird, ja. Mhm. Ich hätte nicht gedacht, dass es so ein großes Spiel wird und ja, die anderen Spiele sollen sich warm anziehen, weil It Takes Two, der kleine Koop, ich glaube, der kann richtig um die Ecke kommen und den anderen großen Spielen, die für dieses Jahr angeteasert sind, glaube ich, muss ich nicht verstecken. Also meine Stimme hat es. Ja, da bin ich ganz bei dir. Ich bin auch der Meinung, dass es viel, viel Potenzial hat, weil einfach schon alleine der Splitscreen, das Koop, das ist so eine Sparte, die einfach gestorben ist, auch in den letzten Jahren, ne? Und das einfach auch nach vorne zu holen und so viel Herz in die Story zu packen, weil es ist wirklich eine Story, die dich in jedem Kapitel mitreißt und du hast wirklich Spaß an allem. Die Sachen von der Struktur her wiederholen sich relativ wenig, ja, also du denkst dir nicht, oh, jetzt muss ich schon wieder das machen, sondern es ist immer was anderes, es hat immer einen anderen Touch und es nimmt dich einfach von vorne bis hinten mit. Wirklich großartig. Ja,
Absolut, absolut. Ich muss auch sagen, ich sehe das Spiel auf einem Laptop mit zwei Controllern, wenn man unterwegs ist, ob man das Spiel schon kennt oder nicht, weil es hat halt in sich auch Spielspaß. Also wenn ich jetzt darüber nachdenke, was man alles hatte, ne? Also die verschiedenen Fähigkeiten, die verschiedenen Waffen, die verschiedenen Modi, die verschiedenen Art und Weise, wie man zusammenspielt, um sozusagen die Combo sozusagen machen zu können. Wundervoll. Ja. Ja, jetzt, also ich muss sagen, das Spiel ist so gut, es löst in einem Gamer immer diese leichte Leere aus. Ja, was man dann danach hat. Ja. Ich freue mich auf deine Review dazu, was du dazu zu sagen hast. Ja, wir haben es jetzt in 3 Seatings durchgespielt. Ich bin sehr gespannt, was du zusammenfassend dazu noch zu sagen hast. Wenn dir noch ein O-Ton fehlt, sehr, sehr gerne. Ansonsten, wirklich, ich freue mich schon auf das nächste Mal. Aber jetzt mal so für den Moment direkt danach, ohne lange darüber nachgedacht zu haben, ohne nochmal drüber erschlafen, wenn du jetzt überlegen müsstest, wie viele Punkte möchtest du vergeben? Also definitiv, ich aus dem Instinkt heraus 9 von 10 und der eine Punkt nur einfach abgezogen, weil es viel zu schnell vorbei war, weil man so eine schöne Zeit damit hatte. Und ich glaube, das ist immer so ein Manko bei solchen Spielen, aber das ist natürlich kein Bewertungskriterium. Von meiner Meinung her muss ich ganz ehrlich sagen, ein flawless Game. Kann man absolut jedem empfehlen. Es bringt Leute zusammen. Es hat alles, was ein Spiel haben kann. Ja? Von Jump-Elementen im 2D-Bereich, im 3D-Bereich, Verfolgungsjagden, Bosskämpfe, First-Person-Shooter-Elemente, Rennelemente. Es ist wirklich gerade das Game der Games tatsächlich. Ja? Also es bedient nur tatsächlich eine Sandbox nicht. Das muss es aber auch nicht. Es ist ein Abenteuer und es ist genau, exakt in einem Wort das. Es ist ein wirklich wunderschönes, großes Abenteuer, auf das sich jeder mal begeben sollte. Ja. Oh. Ja, ich würde auch sagen, ich kann dem nur beipflichten und ich also wenn man mich fragt, was Filme angeht, Serien angeht und Spiele, ich gehöre eher zu den Leuten, die spärlich mit Punkten um sich werfen, muss ich sagen. Und ich habe darüber nachgedacht, wenn ich das mit den letzten 5 Top-Games aus dem letzten Jahr vergleiche, dann möchte ich, dass dieses Spiel, weil es keine Fragen offen lässt, es hat eine wunderschöne Geschichte, tolle Musik, es ist ein tolles Rundumpaket. An einigen Stellen ist es sogar so wild, dass man sagt, okay, das ist vielleicht für Kinder sogar so ein Ticken zu viel, aber an anderen Stellen ist das, ich freue mich sozusagen, das mit meinen Nichten und Neffen auch mal spielen zu können, definitiv. Ich glaube, ich würde 10 von 10 Punkten vergeben und würde sagen, das Spiel darf, sollte bitte, 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 liebe Leute, nominiert ist. Spiel des Jahres. It takes two, meine Damen und Herren. Bonnie, vielen, vielen Dank fürs Spielen. Es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank für die Einladung. Falls euch, liebe Zuschauer, unser Video auch gefallen hat, lasst uns doch gerne ein Like unter den Videos da. Wenn ihr mehr von uns sehen wollt, haut doch einfach die Glocke rein, dann abonniert ihr unseren Channel. Das kostet euch gar nichts und ihr könnt mehr Content von uns sehen. Und wenn ihr irgendwas zu sagen habt, am besten, es ist die letzte Folge, It Takes Two. Habt ihr es schon gespielt? Habt ihr es euch gerade angeschaut? Sagt uns doch einfach eure Meinung dazu in den Kommentaren. Wir freuen uns sehr, was von euch zu lesen. Und ja, wir sehen uns bald wieder mit einem neuen Projekt. Da steht natürlich schon was in den Startlöchern. Und vergesst nicht, es ist immer Viertel vor Gaming. Bonnie, vielen Dank. Vielen Dank, dabei zu sein. Ciao.